heute sind wir bei der 9. Rauhnacht. Der 1. und 2. Januar steht für den September, für das Ankommen und Vertiefen. In der Regel klingt nun die aufregende Zeit von Silvester und Neujahr ab und wir kommen zur Ruhe. Noch immer sind die Tore zur Anderswelt weit geöffnet. Wir können den Tag für Meditation und Stille nutzen. Sie können sich mit zum Beispiel Ihren Ahnen verbinden oder mit Ihrem Schutzengel kommunizieren. Bei einem Waldspaziergang können Sie versuchen, mit Elfen, Gnomen, Zwergen in Kontakt zu kommen. All dies wird Ihre Seele nähren und ein wenig Zauber in die diesseitige Welt hineintragen. Ja, das ist wahrscheinlich auch das, was wir machen werden. Viel spazieren gehen an dem Tag, erden, mit der Natur in Einklang kommen, für sich selber nochmals zur Ruhe kommen. Kontakt mit Naturgeistern und Devas. Rufen Sie die kleinen Naturgeister herbei, räuchern Sie zu Ihren Ehren das beiliegende Räucherwerk. Also ist so ein Heftchen passend zum Räucherwerk. Das hilft mir doch mal ein bisschen, euch das alles besser zu erklären. Genau, da war ein Räucherwerk Naturgeister dabei. Das unterstützt das Rufen der Elfen, Feen, Gnome und Zwerge natürlich. Muss jetzt aber nicht zwingend das sein. Wenn man zum Beispiel getrockneten Lavendel und sowas hat, dann hilft es genauso. Das ist einfach nur, wie gesagt, so musste ich mir nicht die Mühe machen, das selber mischen oder gucken, was habe ich da. Genau. Genau. Diese ganzen Naturgeister lieben diese gereinigte Duft und Atmosphäre. Genauso die Baumgeister oder die großen Divas. Sprechen Sie mit ihnen, danken Sie ihnen für die wundervolle Arbeit, die sie in der Natur leisten. Selbst wenn die Naturwesen noch nicht fühlen oder hören kannst, sag es ihnen trotzdem, weil nur weil du sie nicht fühlen kannst, heißt das nicht, dass sie nicht da sind. Ja. Die Naturgeister werden dann in ihrem Bestreben, die Natur um dich rum zu einem kleinen Paradies machen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Garten hast. Ja. Das war die 9. Rauhnacht. Und auch hier werde ich gucken, dass ich dir euch eine Meditation anhänge. Ja, das Übliche. Ihr kennt es ja.